Zeuge Oleksa Wintoniak, Deutschland, Verleger 50 Jahre, 135. Verhandlungstag, 11.02.1965. Am 20.07.1942 und aus dem Gefängnis Montelupich in Krakau. Ja. In Krakau. Ja. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja, ich habe nichts dagegen. Sie haben nichts dagegen. Herr Präsident, Sie haben noch nicht belehrt. Ich habe beide Zeugen gemeinsam belehrt. So, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich wollte jetzt was Gutes tun. Ja, danke schön. Nein, aber es ist bereits geschehen. Dr. Winkowiak, Sie sagten eben am 20. Juli 1942 sind Sie aus dem Gefängnis in Krakau nach Auschwitz gekommen. Ja. Warum sind Sie damals festgenommen worden? Ja, ich wurde verhaftet in Galizien, in Westukraine, in Städtchen Otinia, als Ukrainer, nicht wahr, welche auch möchte strebte zur ukrainischen Freiheit, ukrainischer freie Staat, nicht wahr, und außerdem, nicht wahr, ich war gegen die nationalsozialistische Regime, wissen Sie, weil diese Regime, das war unmenschliche. Also wollen wir sagen, aus politischen Gründen. Aus politischen Gründen. Aus politischen Gründen. Ja. Und Sie wurden am 20.07. nach Auschwitz transportiert. Ja. Ist dieser Transport mit der Eisenbahn erfolgt? Nein, mit Lastwagen? Mit Bus. Mit einem Bus? Mit einem Bus. Das waren 24 Häftlinge, alle Ukrainer aus Krakau, aus Montelupich. Ja. Und außerdem möchte ich sagen, es war schon ein Jahr, fast ein Jahr in Gefängnis in Montelupich. Ich wurde verhaftet am 15. September 1941. Ja. In Otinia, dann in Stanislau, dann wurde ich geführt nach Lemberg und aus Lemberg nach Krakau, in Krakau weiter. Ja. Und Sie sind also mit 24 Gefangenen nach Auschwitz gekommen. Ja. Und wo sind Sie dort ausgeladen worden? Vor dem Stammlager? Vor dem Tor. Vor dem Tor. Vor dem Tor, bei dem da stand, Arbeit macht frei. Ja. Da sind Sie ausgeladen worden. Ja. Und was ist dann mit Ihnen geschehen? Ja, das haben uns alle diese Häftlinge, nicht wahr, 24 Männer, in das Effektenkammer geführt. Ja. Ja, das war der Effektenkammer geführt. Das war, ich erinnere mich nicht, welcher Block war. Ja, es war 22. oder so. Genau kann ich nicht sagen. Effekten kamen. Ja, und dort sind Sie umgekleidet worden und so weiter? Ja, umgekleidet worden, das war Lager, das ist Lagerformalität erledigt, umgekleidet, rasiert, nicht wahr, und gebadet mit kaltem Wasser und da, das war, die Häftlinge waren geschlagen und in der Karteikarte eingetragen. Und es dauerte ziemlich lang, dass wir waren schon fertig um 6 Uhr, vor 6 Uhr. Das waren wir von dem Krankenhausrevier eingeführt und dort war so ein Bild. Ich möchte schon das schildern. Das Was war da ein? Ein Bild möchte ich schildern. Wir sind von dem Krankenhausrevier gekommen. Und vor dem Keller steht ein großer Rollwagen, nicht wahr? Aus dem Keller werfen, nicht wahr, die Häftlinge Tote, Leiche, nicht wahr? Und ein Häftling nimmt die Beine und andere an die Hände, nicht wahr? Und so schmeißen auf den Rollwagen. Wissen Sie, das war erstes Mal in meinem Leben. Wissen Sie, weil ich früher, wenn ich Tote bin, katholisch Tote gesehen, da musste ihn segnen, nicht wahr, Kreuz machen. Und jetzt, wissen Sie, solche Haufen von Toten, das war in einem Rollwagen ungefähr 100 Leute, das war ein sehr großer Rollwagen. Na, und solche Rollwagen haben beladen, nicht wahr, fünf, ja.
Ja, das war nicht wahr, solche. Ja, das war der erste Eindruck, den Sie von Auschwitz hatten. So schön empfangen. Ja. Und dann wurden wir an den Block 11 geführt, weiter. Ja. Und dort, das war schon abends, nach dem so ungefähr 6:30 Uhr, haben wir nichts zum Essen bekommen, ne? Und jeder bekommt nicht wahr Platz in seinem im großen Zimmer. Ja, nun also Sie kamen nach Block 11, ja. Und wie lange blieben Sie im Block 11? Im Block 11, das haben uns gesagt, dass wir werden bleiben ungefähr 3 Wochen, also Quarantäne. Ja. Aber schon am 3. Tag erschien zum Morgenappell Oberkapo Kral, Kapo Podkulski und noch ein Kapo, ich kann mich nicht erinnern, der Name, und Stubendienst Bolek, sogenannte Bolek, die haben alle gerufen Bolek, kennen nicht seinen Namen. Das war der Student der Universität von Warschau. Ja. Er hat furchtbar misshandelt alle Ukrainer auf dem Block, in der Nacht auch auf dem Appell. Ja. Und wählte an den Arbeitskommando Neubau, der Oberkapo Kral, der Arbeitskommando Neubau. Ja. So. Und blieben Sie dann in Block 11 oder wurden Sie woanders hin verlegt? Ja, das war in Block 11. Da blieben Sie? Ja, in Block 11. Und wie lange blieben Sie da drin? Ja, das kann ich genau sagen, es war vielleicht eine Woche. Und dann? Und dann auf einem anderen Block. Wohin? Na, andere Block 16. Wissen Sie nicht 16, mehr. 16 vielleicht, also ich erinnere, das war auch eine Baracke. So, Baracke, also Sie kamen nun zum Arbeitskommando Neubau. Neubau, ja. Und wie lange haben Sie in diesem Arbeitskommando gearbeitet? Ja, das war diese ganze Woche, ne? Nicht ganze Woche, nur was war am 3. Tag, das war schon nur 4 Tage. Ja. Das war Arbeitskommando Neubau und dann aber Arbeitskommando Babitz, Feldscheune, wir haben gebaut. Arbeitskommando Babitz. Wie ist die Scheune? Bitte? Feldscheune. Feldscheune. Feldscheune in Babitz. Das war, Babitz, ungefähr ja. 5 Kilometer entfernt von Stammlager Auschwitz. Ja. Nun, da waren Sie ja alles noch in diesem Kommando drin. Wo, in welchem Kommando? In diesem Kommando Neubau. Ja, Neubau. Ja. Und wie lange blieben Sie in diesem Kommando? Ungefähr 4 Tage. 4, 5 Tage. Und dann? Und dann in ein anderes Kommando, Feldscheune-Kommando, Babitz. Ja, ja, und dann? Und dann die andere Kommando. Ja. Aber Sie blieben immer in dem Kommando Neubau? Neubau. Und wie lange blieben Sie im Kommando Neubau? Im Stammlager, die sagen, das war ungefähr 5 Tage. Und dann im anderen Kommando, Feldscheune-Kommando, sogenannte Babitz. Ja. Das vierte schon nicht der Oberkapo Kral, nur der eine Kapo Deutsche, Berufsverbrecher, hat grünen Winkel gehabt und wir haben ihn genannt Pelikan. Er hat solche Nase, nicht weiß, ja. Pelikan. So. Da war der Kral nicht mehr dabei. Nein, nicht, Gott sei Dank, das war nicht mehr auf dem Feldscheune Babitz. Also wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie nur etwa 4 bis 5 Tage unter Kral ja. gearbeitet. Ja, ja, denn im Stammlager, in dem Block 2. Ja. Block 2, wurde der gebaut, da neu? Ja, der wurde gebaut, das war der Decke, der Block 2, nicht war im 1. Stock. Das ja. war also in der Zeit etwa rund Ende Juli, das kann also gewesen sein vom 21. oder 24. Juli bis zu Ende Juli. Bis Ende Juli, jawohl. Ja. Jawohl. Und kamen dann von Kral weg und kamen, wie Sie gesagt, nach Babitz und na, so Babi, weiter. Das war schon der andere Kapo. Ja. Ja, das war ein deutscher Berufsverbrecher. Ja. Aber doch, das war der Mensch. Ja. Nun, sagten Sie vorhin, Gott sei Dank sind wir da weggekommen. Ja. Und warum haben Sie das gesagt? Wissen Sie, da war der Kapo Kral, hat uns furchtbar geschlagen.
Er hat sie furchtbar geschlagen. Das waren meistens die Ukrainer und auch, das war in dem Kommando, waren auch Franzosen, einzige Juden, Polen. Aber misshandelt waren meistens nicht wahr, die Ukrainer. Meistens die Ukrainer. Ja. Und Sie kamen damals mit diesen 24 Männern aus Krakau, das waren ja alles Ukrainer. Alles Ukrainer, und alle Ukrainer. Sind die auch alle in das Neubaukommando gekommen oder nur ein Teil davon? Nur ein Teil. Nur ein Teil davon? Ein Teil davon. Wissen Sie noch ungefähr wie viel? Nein. Oh, das muss man schätzen, ungefähr 16, 17 Leute. Und ja. Wo die anderen sind, das war der andere Kommando. Zum Beispiel mein Kollege aus Gymnasium, Passischnach, da wurde am ersten Tag bekommen, nicht wahr, die Arbeit in der Küche. Ja, nun, Herr Zeuge, haben Sie bei dieser Gelegenheit auch den Wassil Bandera kennengelernt? Ja, ja. Wie kam denn der dorthin oder war er schon da? Oder wollen Sie er ist zusammen mit mir nach Auschwitz gekommen mit ersten Transport aus Montelupi. Er ist mit Ihnen zusammen am 20. Juli 1942 nach Auschwitz gekommen. Sie kommen, nicht wahr? Aha. Und ist auch mit Ihnen zusammen zu dem Kommando Neubau ausgewählt, ja. Ausgewählt worden. Ja. Hatte dieser Wassil Bandera eine besondere Stellung, will ich mal sagen, in der Ukraine in politischer Beziehung oder sonstiger Beziehung? Ja, ich glaube nicht. Das war eine besondere Stellung, das war sein Bruder Stepan Bandera. Der Stefan. Der Stefan Bandera wurde ermordet hier in München im Jahr 1959 und war das so große Prozess in Karlsruhe. Vielleicht haben Sie gelesen in der Zeitung. Ja. Es war im Jahr 1962. Ja, ja, Stachinski. Das war Stefan Bandera. Oh, aber der Wassil Bandera hat nichts zu tun mit der Politik. Nur ganz verständlich, da war es ganz klar, nicht wahr, war ukrainische Patrioten, so wie. Wie Sie auch. Nun sagen Sie, was ist mit dem Stefan Bandera gewesen? Ist denn der auch nach Auschwitz gekommen? Nein. Der ist nicht nach Auschwitz gekommen. Er wurde verhaftet im Sachsenhausen. In Sachsenhausen. In Sachsenhausen. Dass manche Leute, nicht wahr, welche gewesen waren in Krakau und in Berlin, wurde verhaftet dorthin und in Sachsenhausen gesperrt. Das war auch KZ-Lager. Ja. Und das waren meistens die Leader der verschiedenen politischen Organisationen. Dort haben sie gesessen, nicht wahr, viele Franzosen, nicht wahr, berühmte Leute, Engländer, Holländer, Belgier, dann auch Rumänen und so, nicht wahr. Und war auch von Ukraine, das war der Bandera, war Stefan Bandera, Stachiu, Ilnitsky, ja. Und andere, nicht wahr. Und Sie sagten, der Wassil Bandera hat mit Politik so gut wie nichts zu tun gehabt. Naja, das kann man nicht sagen, nicht wahr, der Homo Politicus ist der naja. Nette Homo Politicus, nicht wahr. Schön, also genauso sagen, wie Sie. Ich sage hier, nicht wahr, aber hat nicht, vielleicht habe nicht getreibt Politik, Entschuldigung, ja. Hat nicht Politik getreibt, das ist wichtig. Ja, ja. Also hatte keine führende Stellung. Ja, 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 so ist es. So war es. Und der Bandera ist also mit Ihnen zusammen nach Auschwitz gekommen. Nicht nur nach Auschwitz gekommen, sondern auch nachher in das Kommando Neubau. Ja, ja, wir sind schon in Auschwitz, jawohl. Und was haben Sie denn da gebaut zunächst? Ja, das war Decke. Was war das? Dachdecke, nicht wahr? Decke. Decke. Decken. Decken. Ja, Decken. Und zwar die Decken wo? Im Block 2. Am ersten Stock. Im ersten Stock. Ist das damals so gewesen, dass diese Blocks aufgestockt worden sind? Das heißt, dass sie also nur einen Stock hatten und dass ein zweiter Stock draufgesetzt worden ist? Ja, wissen Sie, das war schon, ein Stock wurde schon gebaut. Das wurde alle, das haben getan andere Häftlinge. Ja. Und wir haben, als wir sind gekommen, nicht wahr, zu dieser, zu dem Kommando, wir haben gebaut, nicht wahr, die Decke, nicht wahr, nur die Decke im zweiten Block. Zweiten ja. Block. Ja. Ja. Hatte denn dieser zweite Block bis dahin noch gar keine Decke gehabt? Ja, keine Decke. War das ganze Haus neu gebaut worden? Ja, von ganzes Haus. Grund auf? Ja. Aber wir haben nie getan, ich habe schon gesagt, nicht wahr, ja, dass wir das haben andere gebaut, nur die Decke gebaut. Und Sie haben nur ja. die Decke gegossen. Die Decke, ja.
Wurde die mit Zement gegossen? Mit Zement, nicht wahr? Das, ja, gegossen, nicht wahr? Das war, nicht wahr, diese eiserne Rüstung, nicht wahr? Eisenträger, ja. Ja, und dann mit Zement gegossen. Zement ausgegossen. Und was mussten Sie denn da machen? Das, wir müssen eiserne Schubkarren fahren mit Zement. Also mit Zement, mit Vollzement. Mit Beton, gemischt. Mit Beton, mit Beton. Ja, mit Beton. Mit einzelnen Schubkarren fahren mit Beton. Und von wo nach wo mussten Sie? Von der Maschine, welche haben... Die Mischmaschine, ja. Nein, eine Gemischmaschine. Das war diese solche Maschine, welche hat gezogen, hat Zement von unten nach oben. Ja. Von unten nach oben. So. Nur ja, so einfach. Ein Aufzug. Aufzug, ja. Aber ja. Nicht so Aufzug wie Lift oder sowas, nicht wahr? So Riemen, nicht wahr, hat immer so. Also doch nicht. Und der Zement hat nach oben gezogen, da musste nicht wahr jeden Häfling, nicht wahr, Schubkarre, eiserne Schubkarre hin und stellen, nicht wahr, ja. Und es war voll, nicht wahr, sehr schnell wegnehmen, weg, nicht wahr, ja. Und dann, nicht wahr, der nächste da, vor der, und der nächste, nicht wahr. Und wo und haben Sie den Schubkarren dann hingefahren? Bitte? Wo haben Sie den hingefahren? Nur, weiter, auf der ja, weiter, Hundeschke, ja. Ja, aber irgendwo muss doch mal zu Ende gewesen sein. Ja, und... Und das war auf diesem eisernen Riss, da waren solche schmale Bretter gelegt. Ja. Und diese Bretter musste mit den eisernen Schubkarren voll Zement fahren. Ja. Das war sehr gefährlich. Und bei solchem. Und, ja, also meine Frage geht dahin. Ja. Mussten Sie etwa den Schubkarren hinauffahren, da wo die Decke gegossen worden ist? Mit Schubkarren? Ja. Ja, das manchmal. Der manchen Häftlingen auch haben so getan, aber ich nicht. Ich fuhr nicht mit Schubkarren, nicht wahr? Auf ebener Erde? Bitte? Auf ebener Erde? Auf ebener Erde, nicht wahr? Ja. Aber das waren nicht wahr, diese schmale Breiten gelegt, nicht wahr? Auf diese eiserne Rüstung. Ja. So. Und einmal, nicht wahr, aus Erschöpfung, ich stolperte und meine Schubkarren umkippte und das fiel auf mich Oberkapokral und hat mich furchtbar geschlagen. Dass meine Rücken waren voll blau-schwarze Striemen. Womit hat er denn geschlagen? Ja, am Rücken, nicht wahr? Dann hat er einen Stock gehabt. Nein, mit Stock, nicht wahr? Ein Knüppel, Holzknüppel. Holzknüppel hat ja, er. Ja, das hat gefunden, nicht wahr? Nicht wahr? Solche hölzerne Latte, nicht wahr? Stock und haben geschlagen, mich und er und Kapo Podkulski und der SS-Mann, nicht wahr? Das war der vielleicht Kommandoführer oder der Architekt, ne? Hat das alles gesehen und ganz verstehen, er hat mit so dem genickt, Kopf ja. Nicht wahr, geweckt, nicht wahr. War damit einverstanden? Einverstanden war, ja. So. Und auch haben so furchtbar geschlagen Vassil Bandera. Aber meine, Bandera. Ja, und aber meine Lage, das war andere, wissen Sie, ich war nicht so früher, ich sah noch missgehandelt schon vorher, ich war nicht, aber Vassil Bandera war sehr furchtbar missgehandelt schon in dem Block 11. Ja, und dann, wenn ich zum Arbeit gekommen bin, ich habe überhaupt keine Kräfte. Und haben ihm nicht wahr, hat, wenn der Schubkarren mit Beton umkippte, das hat der Kapo Kral Oberkapo Kral und Kapo Podkulski vor ihm geschlagen, nicht wahr? Das R hat viel Wunden auf dem Gesicht, Händen, Beine, nicht wahr? Und dann, solche Mann, fast schon unbewusst, nicht wahr? Der Oberkapo Kral packt ihn bei der Hand und schleppt ihn unter in das Parterre. In das Parterre, wir haben mir, nicht wahr, Mithäftlinge geschildert, erzählt, nicht wahr? Die warfen ihn, der Kapo Kral und der Oberkapo Kral und Kapo Podkulski, in das mit Wasser gefülltes Fass.
und habe ihn gebadet. Und diesen Fass, in diesem Wasser haben die Häftlinge Hände gewascht von Zement und Kalk. Ein bisschen vorstellen, es war der Mann, zu welchem kann man sagen, etze homo, nicht wahr? Die haben gebadet, nicht wahr, im Fass. Und das hat gemacht, nicht wahr, der Mann, der auch Häftling, welcher im Käfig gesessen hat, nicht wahr? Aber ganz verständlich, ich glaube, das ist nicht von eigenen Willen, das hat bekommen Befehl, nicht wahr, von in der politischen Abteilung oder von der Bauführer, das war Architekt oder nicht, so wie ich erinnere, das war Rotenführer, SS. Na. Und da haben der Mann in diesem Wasser gebadet, nicht wahr, war voll Wunden mit Blut gespeit und haben gebadet. Und dann ist nach einer Weile ist wieder nach oben gekommen, aber er hat schon keine Kraft, nicht wahr, den Schubkarren aufheben. Dann schleppte ihn Oberkapokral wieder, nicht wahr, in das Parterre. Und was dann geschah, weiß ich nicht. Aber am nächsten Tag, morgen früh zum Appell, erschien, der hat aber solche Größe wie ich, der war Silbander. Ne? Da aber bei meiner rechten Seite, das war, wissen Sie, das kann man wissen Sie nicht, was solches Bild nicht war schildert. Wenn jemand von Ihnen war nicht im KZ-Lager, nicht war von, das kennen Sie nicht, das kann man nicht worten, nicht das sagen, wie schaute der Mann aus. Barfuß, geschwollene Hände, geschwollene Füße, Hände, blutspeiend, Wunden auf dem Kopf und Gesicht. Hat was gesagt, nicht wahr, reden, oder hat dann verstehen zu mir ukrainisch gesprochen, pomozhik mene, meni so, helfen Sie mir, und so, und so. Und dann kommt, nicht wahr, der Oberkapokral und sagt, nun ja, was werdest du tun in dem Kommando? Was hat er gesagt? Was wirst du tun in dem Kommando? Du hast schon keine Kräfte zur Arbeit. Packte jemand bei der Hand, nicht wahr, und schleppte in das Krankenhausrevier, oder im Krankenhaus, wir haben Krankenbau. Gesagt. Krankenbau, Krankenhaus, wir haben gesagt, nicht wahr, ja. Krankenrevier, nicht wahr. Und am Abend, wir sind aus dem Arbeit gekommen, wir haben erfahren, dass der Wassil Bandera ist schon tot. Ganz verständlich, nicht wahr, in den Krankenrevieren, das waren solche Umstände, es waren meistens die Ärzte waren nicht meistens, nur alle Ärzte waren, nicht wahr, Polen. Aber als gute Ärzte, nicht wahr, auch Polen zum Beispiel, die haben mir, ich wurde operiert am Blinddarm, und operiert, nicht wahr, ein Arzt, Orzeszko Häftling, das war oberste polnische Armee. Rzeszko, Sobieszczański, Kozłowski, nicht wahr, haben ganz auch gute Ärzte, nicht wahr. Aber Gott sei Dank, bei der Operation war nicht der SS-Mann, der Arzt, von Gestapo, der Chef war nicht. Darum habe ich nicht wahr diese Operation überstanden. Ja, und was noch? Und wir haben erfahren, dass ist solche eine kleine Degression. Ja, das haben wir erfahren, dass der Bandera lebt nicht mehr. Aber jetzt ist Frage, naja, das ist möglich, dass er ist gestorben, nicht wahr schon, aber so schnell die Leute sterben nicht, nicht wahr? Weil das, was haben wir überlebt, nicht wahr, im KZ-Lager, ich persönlich, was habe ich gelebt? TBC, bekommen Magenkrankheiten, gebrochene Handgelenk, Brustwirbelsäuleverletzung. Und doch, Gott sei Dank, lebe ich. Ja, und das. Das Letzte habe ich nicht verstanden. Sie haben gesagt, Sie hätten die Hände gebrochen und hätten verschiedene Verletzungen mitgemacht. Ja, aber erlitten nicht wahr, aber doch, ich das lebe. Aber doch? Aber doch lebe ich. Leben Sie. Lebe ich. Ja, nun, Herr Zeuge, es würde mich das also mit dem Herrn Bandera noch einmal interessieren. Ja.
Sie sagten zunächst, er war schon im Block 11 misshandelt worden. Ja. Wer hat ihn denn dort misshandelt? Ja, das war der Stubendienst. Das war der, so ich habe schon Name genannt oder Spitzname, Bolek. Boller. Bolek. Bolle. Und dann auch andere, nicht wahr? Der Blockälteste und andere Stubendienst. Ja. Die haben ihn misshandelt. Da war ja dieser Oberkabo Kral nicht dabei. Der hat ja wohl nicht mit Ihnen im Block 11 geschlafen. Nein, das war nicht dabei. Nicht wahr? Das war der Oberkapo Kral hat das getan in dem Arbeitskommando. Am Arbeitskommando. Neubau. Ja, ist klar. Nun hat aber doch der Wassil Bandera vermutlich ebenfalls im Block 11 mit Ihnen zusammen einen Raum geteilt, oder? Nein. Ich war in anderen. Sie waren in einem anderen Raum. Ja. Wisst ihr, das war so. So, ich habe mich erinnert, dass diese Leute, der Wassil Bandera, und das war an dem kleinen Zimmer, ja. kleinen Raum. Und wir waren in solchen großen Raum, das war ungefähr 200-300 Leute. Mhm. Wir sind da in zwei Stöcke gebeten, geschlafen, wie viel? Auf einem Stock, vier Leute. Mhm. Auf einem Stock, vier Leute. Ja. So für das Bett, wir waren ja. So. Also jedenfalls, der Bandera war nicht mit Ihnen zusammen in einem Raum. Sie konnten deshalb auch nicht feststellen, was in der Nacht vor sich gegangen ist, nachdem er so misshandelt worden war. Ja, aber ich konnte feststellen, nicht wahr, wie schaute er morgen früh am nächsten Mal. Bei dem Appell, nicht wahr, stand bei mir, nicht wahr, und hat sowas gesagt, als helfen Sie mir oder so ähnlich. Ja. Nun, sagen Sie bitte, der Wassil Bandera hat genau wie Sie eiserne Schubkarren zu fahren gehabt. Jawohl. Mit Betonmischung. Mit Betonmischung, ja. Voll Beton. Und dazu war er zu schwach. Zu schwach. Haben Sie gesehen, wie er da umgekippt ist? Ja, haben gesehen. Haben Sie gesehen? Haben gesehen. Das haben Sie selbst mit eigenen Augen gesehen? Ja. Und Sie haben gesehen, wie er dann geschlagen worden ist? Ja, oben. 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 Aber wir haben ihn unten gesehen. Nein, nur eins nach dem anderen. Oben, das haben Sie gesehen. Und womit hat da der Oberkapokal geschlagen? Mit Holzknüppel. Mit einem Holzknüppel. Und nachdem er ihn geschlagen hatte, da war doch auch, wenn ich Sie recht verstanden habe, der Patulski oder Pitulski dabei. Podkulski. Oder Podpulski, ja? Ja. Der war auch dabei. Ja. Er hat auch geschlagen. Hat auch geschlagen. Auch geschlagen, ja. Und der Kommandoführer, der SS-Mann, der hat dabei gestanden und hat nichts gesagt. Hat das alles gesehen, nicht wahr? Und ja. Und dann haben Sie ihn runtergeführt ins Parterre? Ja, er. Der Oberkapokal. Ja. Da war er allein, oder war da der Podkulski? Mit dem Podkulski dabei. Was sich nun abgespielt hat, haben Sie nicht gesehen, erzählt bekommen. Erzählt. Aber nachher, wenn der Wassil Bandera nach oben gekommen ist, das habe ich ihn gesehen, war ganz nass. Ganz Polen. Nass. Ganz nass war, nicht wahr? Ja. Und wissen Sie, so hatte Angst. Sie hatte Angst, sie hat gelaufen hin und her, nicht wahr? Und der hat Oberkap und Kapo Podkulski geschrien, ziehen Sie den Schubkarren. Er wollte, nicht wahr, die Schubkarren mit Vollzement aufheben. Die Schubkarren sind ungefähr 40 Kilo, das ist 80 Pfund, das war sehr schwer, nicht wahr? Vollzement, eiserne Schubkarren. Konnte nicht schon aufheben. Und der Oberkapo Kral packte ihn schon eh bei der Hand und wieder geschleppt in das Parterre. Mhm. So. Und was dann geschehen, habe ich keine Ahnung, habe nie gesehen. Nur am nächsten Tag, morgen früh, habe ich ihn gesehen, an dem 11. Block, bei der Appell, nicht wahr, meine rechte Seite zu stehen. So. Dann sagen Sie, abends war doch auch Appell. Ja.
Ich habe ihn nicht gesehen. Da haben Sie nicht gesehen? Haben nicht gesehen. Am Abendappell haben Sie nicht gesehen? Nein, haben Sie nicht gesehen. Nun ist es doch so, es musste doch beim Abendappell immer die Zahl stimmen. Ja. Wir haben zum Beispiel hier gehört, wenn unterwegs Menschen gestorben sind, mussten sie mitgeschleppt werden ins Lager, ja, und mussten mit zum Appell gebracht werden, damit die Zahl stimmte. Ja, ja, ja. Nun, wenn der Bandera nicht beim Appell dabei war... Das ist möglich, ich kann nicht sagen. Das ist nur, Sie haben das ihn nur nicht möglich, gesehen? War, ja, ich habe ihn nie gesehen, das war vielleicht auf dem Block. Aber ich hatte ihn gesehen, ich war am nächsten Tag. Na, jetzt erst ja, immer am Abend. Ich habe nicht, abends habe ich nicht gesehen. Abends haben Sie nicht gesehen. Ich habe nur sagen, das, was habe ich gesehen. Und Sie haben, ihn, Sie haben ihn auch nicht mehr gesehen, als er das zweite Mal... in dem Keller oder in dem Parterrestock gewesen. Nein, nein. Da haben Sie ihn auch nicht mehr. Nein, das mehr. Zweite Mal hat ihn der Oberkaporal geschleppt, ja, nach dem das Parterre, dann habe ich nicht mehr gesehen. Nichts mehr gesehen. Bis nächsten Morgen. Und am nächsten Morgen, da sagten Sie, da war er also blutverschmiert, ja, und mit... Das war nicht blutverschmiert, das war nicht, war Wunde. Und die Wunde haben geblutet. Ja. Wie Sie vorstellen, viel Wunde im Kopf, im Gesicht, nicht waren Hände, Beine, nicht war geschwollene Beine, war barfuß, konnte nicht, nicht war Holzschuhe anziehen, nicht war, weil die Beine waren geschwollen, nicht war. Und er konnte sich kaum aufrechthalten. Ja, die haben gewackelt, die Farbe haben ein bisschen so... Und daraufhin hat ihn der Kral in das Krankenrevier gebracht und Sie, ja, haben dann gehört, dass er am selben Tag noch... Am selben Tag haben Sie gesagt, dass der Bandera lebt nicht mehr. Ja. Punkt. Und dabei haben Sie gehört, wie der Kral gesagt hat, du tauchst nichts mehr zur Arbeit, ja, komm ins Krankenrevier. Ja, der hat Polnisch gesagt, das verstehe ich nicht. Hat Polnisch gesagt. Hat er Polnisch gesagt? Polnisch, das wollte Polnisch ich nämlich gerade, ja, jetzt fragen. Ja, und das haben Sie aber verstanden. Du schlawiner, ты не можешь, ты не надаешься до працы. Ja. Also Sie haben jedenfalls na Krankenhaus. Diese polnischen Worte haben Sie verstanden. Ja, das verstehe ich sehr gut Polnisch. Sie verstehen gut Polnisch. Besser als und der Madeira vermutlich auch. Ja, ja, freilich, das verstehe ich. Hat geendet, nicht war polnische Gymnasium, nicht war, und lebt wie viel, 24 Jahre oder 28 Jahre in Polen, nicht war das. Ja. Ja, dort geboren, nicht war in bei der Familie, bei der geistlichen Familie. Sein Vater war geistlicher. Ja. Priester, nicht wahr? Ich habe keine Fragen mehr. Wissen Sie noch, welchen Winkel der Oberkapokal getragen hat? Ja, so wie ich mich erinnere, das war der rote Winkel ohne Buchstabe P. Weil Sie, die Polen haben, alle Polen haben die Buchstabe P getragen. Ist also Buchstabe P, das bedeutet Polen, dann Franzosen F, Belgien B und so weiter. Und wir Ukraine, anfangs haben wir P, mussten wir auch P tragen, nicht wahr, wie das Sie aus Polen, nicht wahr, wissen das. Sie müssen wissen, was für Umstände waren im KZ-Lager Auschwitz. Das war ungefähr 20.000 Polen und 4.000 andere Nationalitäten. Das war, no, ja, das war Franzosen, Belgien, Holländer, Griechen. Ist also Kral als Reichsdeutscher geführt worden? Hat er als Reichsdeutscher gegolten? Das kann ich nicht sagen. Ich habe nur gesehen, das ist kein Buchstabe P. Und die Reichsdeutschen haben getragen, nicht wahr, roten Winkel oder grünen Winkel oder schwarzen Winkel mit ohne Buchstaben. Ja. Und das ist auch neugierig. Das kann man schon feststellen, ob er wurde geführt als Rheindeutscher, also Volksdeutscher oder als Pole, ob er eintätowiert wurde. Wie sie jeder Häftling nicht war, von Auschwitz wurde tätowiert. Meine Nummer ist auch 49743, habe ich auf dem Arm. Möchtest du sehen? Ja, wir wissen es schon. Noch eine andere ja, Frage. Ist ja, noch ein Bruder von dem Bandera in Auschwitz gewesen? Ich habe nicht verstanden. Ob noch ein Bruder von dem Wassil Bandera in Auschwitz gewesen ist? Kennen Sie einen Dr. Alexander Bandera? Ja, ich kenne ihn aus dem Gefängnis Montelupich in Krakow. In Auschwitz, er ist allein nach Auschwitz gekommen. 10 Tage nach, ungefähr am 30. Juli. 7. Juli. Allein. Nicht allein, aber als Ukraine allein.
Ja, ganz bestimmt, nicht war mit ganzen Gruppe, Polen oder Polen, ja, ja. Ja. Es ist gekommen, ich habe ihn einmal nur gesehen, nicht war im KZ-Lager Auschwitz, Wassily Bandera, und sonst kann ich nichts sagen über den Tod von Oleksa Bandera, sein Bruder. Wissen Sie denn, ob er umgekommen ist? Ja, ganz verstehen, die hat auch, nicht wahr, vom Hören gebracht wurde. Aber wann und welche Umstände kann ich nicht sagen. Wissen Sie, wo Oleksa Bandera hergekommen ist? Nach Auschwitz. Ja, von wo? Ja, ich habe schon gesagt, früher, nicht wahr, aus dem Gefängnis Montelupi in Krakow. Im Gefängnis Montelupi in Krakow habe ich ein paar Mal gesehen schon. Ja, ein Zeuge hat uns nämlich gesagt, er sei aus Rom gebracht worden. Ja, aus Rom, das war nicht wahr, das ist so. Nach Krakow, nach Montelupich ist aus Rom gekommen. Er war nicht wahr mit einer Italienerin verheiratet, nicht wahr? So wie ich wusste, hat italienische Staatsangehörigkeit gehabt. So. Und ist in Rom wurde verhaftet und ist nach Montelupich, nach Krakow gebracht. Und wir waren zusammen dort, wir haben so, nicht zusammen, verschiedene Zimmer, das war kleinere Zimmer, größere Zimmer, weil Zimmer war, nicht wahr, das war in polnischer Zeit da für eine Person. Und jetzt, das waren sechs Personen, mussten sitzen, nicht wahr, in ein Zimmer, nicht wahr. Das war Militärgefängnis Montelupi in Krakow. Und war große Zimmer, nicht wahr, waren 30 Leute, 34 bis 50 Leute, nicht wahr, das war so. Aber was Oleksa Bandera kenne ich aus Gefängnis Montelupi Krakow. Dort habe ich ihn kennengelernt. Früher habe, das war mir nicht bekannt. Ja, das ist diese Leute, das Wassily Bandera habe ich auch kennengelernt in Gefängnis in Montelupi. Herr Staatsmann. Herr Zeuge, wie lange waren Sie in Auschwitz? Ja. 20.07. bin ich nach Auschwitz gekommen und am 15.01.1945 das Lager, KZ-Lager Auschwitz wurde evakuiert, nicht wahr, nach Mauthausen bin ich am 19. oder 20. nicht wahr, nach Mauthausen gekommen. Sie haben vorhin berichtet, nach dem Kommando Neubau seien Sie beim Kommando Babitz gewesen. Ja. Auf welchen Arbeitskommandos waren Sie noch? Oh ja, das waren verschiedene Kommando. Das war, dann war Kartoffelschälerei, dann war, nicht wahr, Effektenkammer als Kleineffektenkammer als Bademeister. Da war gewesen, nicht wahr, also Arbeiter in der SS-Küche, in der Speisesaal, nicht wahr? Dann Abladekommando in Hauptbahnhof, Bahnhof, dann Truppenwirtschaftslager Kommando auf Truppenwirtschaftslager, nicht wahr? Das war verschieden. So wie ich mich erinnere, das war die alle Kommando in Auschwitz. Verschiedene Kommando. Kennen Sie von diesen Arbeitskommandos die SS-Kommandoführer? Ja, wissen Sie, dass die Effekten kamen, ja, das ist kennen. Scharfführer Glumbig. Das war ein Sudetendeutscher in Effekten kamen. Kennen Sie noch andere? Ja, und dann Kartoffelschälerei, ja, wissen Sie, das war mehr, nicht wahr, Kommandoführer, nicht wahr, aber ich kann mich nicht erinnern. Ist es richtig, dass Sie die ganze Zeit im Stammlager waren? Ja, nein. Stammlager, das war Effektenkammer, Kartoffelschälerei, SS-Küche, der Speisesaal als Arbeiter, das war Außenstammlager. Truppenwirtschaftslager, das war TWL, das war auch Außenlager. Und dann diese Abladekommandos, wir haben geschrieben, nicht wahr, Rollwagen, nicht wahr. Das war Außenlager, Außenstammlager. Aber Sie haben die
die Zeit immer in Auschwitz gewohnt. Ihr Wohnblock war... Ja, ganze Zeit nicht, war ganze zweieinhalb Jahre, ganze Zeit in Auschwitz gewohnt, in verschiedenen Blöcken. Schön. Kennen Sie Rapportführer des Stammlagers? Rapportführer? Ja, das war verschieden. Das war zum Beispiel Palic. Hm? Palic. So, ja, das hat ja wohl noch mehr gegeben. So berühmte, so schreckliche Palic. Das war ein furchtbarer Mensch. So ja. Andere? Das war und ich habe gesehen, nicht wahr, der manchmal über das Lager gehen, nicht wahr, Boger aus politischer Abteilung, habe stark gesehen, nicht wahr, manchmal, nicht wahr, aber das meine ich so, wenn der Gestapo ist gekommen, das musste, nicht wahr, decken sich irgendwo. Nicht wahr? Nicht auf den Augen bleiben. Das ist irgendwo decken sie nicht auf den Augen bleiben, wissen Sie. Wenn zum Beispiel der Boger, das war mich so, kann mich erinnern, nicht wahr, wo der Lager gegangen ist, nicht wahr, dass wir so Mars, Mine, nicht wahr, so tot, wissen Sie, ging, nicht wahr, so puh, so schlug, nicht wahr, und jede Häftling musste, nicht wahr, ziehen und so nur gucken, nicht wahr, wer der Halbgott gegangen ist. So muss man gucken, nicht wahr. Kennen Sie den Lagerführer Hoffmann? Lagerführer? Hoffmann. Ja, das kann ich nicht erinnern. Blockführer und späteren Rapportführer Kaduk? Ja, das nein, kann ich nicht erinnern. Können Sie sich nicht erinnern, obwohl Sie Bademeister waren in der Fektenkammer? Nein. Nicht? Nein. Dankeschön, keine weitere. Auf Kaduk können Sie sich nicht erinnern? Auf Kaduk? Nein. Nein? Kann ich nicht erinnern. Sind weitere Fragen? Herr Rechtsanwalt-Ormann? Sagen Sie, Herr Zeuge, wie lange waren Sie in diesen anderen Kommandos jeweils gewesen? Den anderen Arbeitskommandos, die Sie soeben aufgezählt haben? Nun, also Herr Rechtsanwalt, er hat gesagt, Ende Juli war dieses Neubaukommando zu Ende. Dann ist er nach Babitz gekommen und hat dann von Ende Juli 1942 bis zum 19.01.1945 diesen anderen Kommandos angehört. Gewiss. Und ich möchte nun wissen, wie lange er jeweils in den einzelnen Kommandos war. Ja, in einzelnen Kommandos, zum Beispiel im Kommando Babitz. So wie ich mich erinnere, nicht wahr, im September wurde ich schon im Kommando Effektenkammer, nicht wahr, als Bademeister. Es war so klein, Baderaum, ich war so quer, kam und baden, ich habe bis 30 Leute. Es waren nur höchste 30 Leute, bis sie Baderaum, das war ein großer Baderaum in Auschwitz, kam und baden 200 Leute, das war im ersten Block. Und dann, wo sind Sie dann hingekommen und wie lange waren Sie dann dort? Wo? In den verschiedenen Kommandos, in denen Sie ja, wissen Sie, das kann man schon, ja, dann Effektenkammer, dann in Kartoffelschälerei, dann... Ja, und wie lange waren Sie in jedem Kommando? Wissen Sie, meine Herren, nicht wahr, nach 20 Jahren kann ich mich nicht schon erinnern, genau wie viele Tage war in einem Kommando, wissen Sie, das können Sie nicht von mir verlangen, nicht wahr? Gott sei Dank, das kann ich mich erinnern, in welchem Kommando gewesen war ich, nicht wahr? Aber genau nicht wahr, da kann ich nicht sagen, wissen Sie. Kann ich nicht sagen, genau. Das ist schon 2,5 Jahre, nicht wahr, war ich in diesem Kommando, in diesem Kommando, in diesem Kommando. Aber wie viel genau Tage, nicht wahr? Das war diese Gradation, ein nach dem anderen Kommando, das war Neubau, Stammlager. Neubau, Feldscheune, es war Babitz. Dann war, wissen Sie, das kann ich mich schon erinnern, ob war früher Kartoffelschälerei, ob war Effektenkammer. So, ich glaube, das war zuerst Kartoffelschälerei. Ja, dann Effektenkammer. Rollwagenkommando bei dem Bahnhof, dann war SS-Kirche an dem Speisesaal als Arbeiter,
Dann war Truppenwirtschaftslager, dann war eine Evakuierung, der Evakuierung nach Mauthausen. Aber genau nicht wahr sagen, wie viele Tage, wie viele Monate, Tage nicht wahr, das leider kann ich. Das war ich auf dem Krankenrevier, nicht wahr, ein Monat nach der Operation, der Blinddarm-Operation auch. Das war im Monat da, das kann ich mich schon genau erinnern. Das war am 30. Juni 1944, das war Invasion in Schebrunn. Herr Zeuge, können Sie mir einen der Kapos nennen von den anderen Arbeitskommandos, in denen Sie gewesen sind? Also zum Beispiel Truppenwirtschaftslager. Nein. Reswald Aumann, dieselbe Frage hat schon der Staatsanwalt Wiese gestellt. Nein, kann ich nicht sagen. Nach den Kapos? Ja. Das heißt zum Beispiel SS-Kicke, da war Kapo, das war August. Er hätte gefragt nach den Kommandoführern. Das sind also die SS-Leute. Ach so. Und ich frage ihn jetzt nach den Kapos. Kapos, ja. Ja, das ist gern gewusst, wer war der Kapo im Truppenwirtschaftslager? Kann mich nicht erinnern. Wer war der Kapo bei der Kartoffelschälerei? Das war der Nowakowski. Das war ein Pole, dann wurde ungefragt, nicht wahr? Erschossen und hingerichtet, nicht wahr? Nowakowski, das war der Major der polnischen Armee, Nowakowski. Und in SS-Kirche, das war der Kapo, wir haben gehört, das war August, so dick, nicht wahr? Das war auch ein Pole. Dann in Effektenkammer, das waren verschiedene Kapo. Das war Amende, das war Jondro, das ist Volksdeutsch. Adamus, das war solche bei der Abteilung. Weil wir alle gehören, nicht wahr, dieses kleine Baderaum, das gehörte zu Effektenkammer, nicht wahr, das war Kapo Amende, das war ein Deutscher, älterer Mann, ungefähr 64 Jahre, das war Oberkapo, das war Kapo Jondro und Herr Zeuge, Sie waren in diesem Kommando Neubau nur 4 bis 5 Tage. Wer hat Ihnen gesagt, dass der Oberkommandant Anregung für ein Tätigwerden des Gerichts oder für die Staatsanwaltschaft so lange? Müssen. Danke sehr. Herr Reichsanwalt Rabe. Herr Zeuge, wurden Sie einmal eingeteilt zu einer Hilfsbewachungsmannschaft der SS in Auschwitz? Da habe ich nicht verstanden, das war die Frage, genau. Wurden Sie einmal von der SS eingeteilt als Ukrainer zu einer Hilfsmannschaft der SS zur Bewachung der anderen Häftlinge? Ob er war? Ja, ich, ob Sie, das frage ich Sie, ob Sie eingeteilt worden sind zu einer Hilfsbewachungsmannschaft. Wer, ich? Ja, Sie. Was die Frage ist damit, das war ich als Häftling, nicht wahr, seit Jahr 1941, seit September bis Ende des Krieges, nicht wahr, bis 6. Mai 1944 und sie fragen mich, ob ich war bei Mannschaft als SS. Das ist, bitte schön, aber tun Sie das nicht, das ist Beleidigung. Verzeihen Sie, Sie dürfen mir hier schon keine Vorschrift machen, was ich Sie zu fragen habe. Also Sie beantworten diese Frage mit Nein, wenn Nein, ich das, das ist ganz klar. Wieso solche Frage stellen Sie mir? Ja, dann will Wissen ich... Wissen Sie, solche Frage haben wir einmal nach der Entlassung im Jahr 1946 gestellt, ein Oberst der Wehrmacht-Armee. Ja, sagen Sie, Herr Vintonio, das war so sehr schlimm im KZ-Lager. Aber doch, Sie leben... Und wissen Sie, was er Antwort von mir hat bekommen? Ja, Herr Oberst, nicht wahr? Sehen Sie, so viele Leute, nicht wahr? So viele gute Leute, Väter und so, sind auf dem Front gefallen und Sie, Herr Oberst, leben. Er macht, kehrt um und ist weg. Solche Frage, da ja, war, also war, jetzt war mal ruhig. Als jetzt. Häftling, nicht wahr? Ganz verständlich, so können Sie fragen, nicht wahr, ob ich es. Herr Zeug. Dann. Ja, entschuldige, bisschen abgeregt war, aber das müssen Sie mich verstehen, ja. nicht wahr? Ja. Das, Herr Zeuge, ist Ihnen bekannt, ob in Auschwitz eine Truppe von Bewachern der übrigen Häftlinge aus Ukrainern gebildet wurde? Nein, das ist mir nicht bekannt und solche nicht wahr, waren nicht im KZ-Lager Auschwitz gewesen. Waren einzelne Leute, nicht wahr, bei der Mannschaft, waren
Volksdeutsche aus der Bukowina, Czarnowitz. Manche waren für mich bekannt. Es war Demtschuk, Sokil. Vielleicht das für den Herr Boger sagt der Name Sokil was. Das war SS-Mann. Sie sind Herr, ja. Wie ist bekannt der Name Sokil? Nein. Ja, das dann, was erzähle ich über den Sokil? Ja. Ja, das war solche, nicht wahr? Das war für mich bekannt, nicht wahr? Und andere nicht. Das waren diese zwei Namen. Die haben gesprochen ukrainisch, nicht wahr? Auch. Ich war da ganz verständlich. Die anderen SS-Leute sollten nicht hören, dass sie mit mir ukrainisch sprechen. Das war Demtschuk und Sokil. Das waren die zwei Männer. Das waren SS-Leute aus Bukowina. Das waren Volksdeutsche. Ja, also das eine Größe. Das waren zwei Namen. Demtschuk, ja. Wie ist Vorname? Ich weiß nicht. Und Sokil, Vorname weiß auch nicht. Gut, also von einer größeren geschlossenen Truppe ist Ihnen jedenfalls nichts bekannt. Nein, mir ist nichts bekannt. Herr Vorsitzender, wenn Sie erlauben, möchte ich gerne eine Frage an den Angeklagten Broert stellen. Herr Broert, ist Ihnen etwas bekannt von einer größeren Bewachertruppe aus ehemaligen ukrainischen Häftlingen? Nein, von Ukrainern ist mir nichts bekannt. Ich möchte annehmen, dass Sie, Herr Rechtsanwalt, wahrscheinlich das Kommando Zeppelin meinen. Nein, wenn ich mich recht erinnere... Das waren Kaukasier. Also es waren keine Ukrainer. Wenn ich mich recht erinnere, ist doch in Ihrem Bericht, ich habe ihn leider jetzt... Das ist das Kommando Zeppelin, das ich damals... In Babitz. Bitte? In Babitz. Wo die lagen, nein, ich weiß nicht, ob die... Jedenfalls waren das Kaukasier, die auch nicht zum Wachdienst herangezogen wurden. Die hatten eine besondere Ausbildung für andere Einsätze. Mhm. Ja, das war für falsche Jäger, nicht wahr, nach Kaukas. Ja, das war mir Kauk. Ich habe Gehirn. Kann ich sagen zu deinem bitte was? Was hatten Sie? Ich hätte noch eine Frage an den Angeklagten Hoffmann. Ja, wir sind doch jetzt in diesem Zusammenhang. Moment, der Zeuge wollte noch von Zeppelin was erklären. Ja, ja, das war ich wusste nicht, ob das war Zeppelin, aber weil in der Babis, wo wir haben die Feldschule gebaut, das war nicht wahr, eine Truppe von Kaukasiern, die haben geübt dort, nicht wahr? Ich habe gesehen und wusste vielleicht, das waren nicht Deutsche, haben keine Möglichkeit zu sprechen, nicht wahr? Aber es waren die Deutschen, die haben gesungen die russische so Militärlieder, Katjuscha und so andere, die haben gesungen, nicht wahr? Diese Kaukasier. Oh, so wir haben uns erzählt, das war Vorbereitung als falschen Jäger, nicht wahr, Einsatz, nicht wahr, nach Kaukasien, nicht wahr. So, das war in Babitz. In Babitz. In Babitz, das war Hatten Sie noch eine Frage? Ja. So. Herr Broert, ich habe den Text jetzt hier nicht zur Hand, vielleicht könnte uns der Herr Vorsitzende aushelfen. Ich kann Ihnen auch jetzt nicht sofort die Seite sagen, aber... Herr Vorsitzender, ich widerspreche dem. Wir sind doch jetzt bei der Vernehmung dieses Zeugen. Dann mag anschließend die Frage gestellt werden im anderen Zusammenhang, wenn der Herr Kollege Rabe diesen Bericht dann bei sich hat. Und dann kann er daraus fragen, wenn er auch Fragen zu stellen hat. Jetzt sind wir doch bei der Vernehmung. Ja, jetzt also, ist dieser Zeuge da und ich hatte diesem Zeugen eine Frage gestellt und hatte den Versuch gemacht, diesen Zeugen zu widerlegen durch die Aussage des Angeklagten Broert und möchte dem Gericht in Erinnerung rufen, dass der Angeklagte Broert in seinem Bericht von zwei Kommandos geschrieben hat. Es ist einmal das Kommando Zeppelin. Und zum anderen ist es ein Kommando, und das halte ich jetzt dem Angeklagten vor. Sie haben geschrieben von einem ukrainischen... Ja, Moment, Herr Rechtsanwalt, darauf bezieht sich ja gerade der Widerspruch von Herrn Dr. Laternze. Wir sind eben bei der Vernehmung des Zeugen. Und wenn die Vernehmung des Zeugen abgeschlossen ist, dann können wir ja diese Befragung der Angeklagten zu dieser Zeugenaussage noch vornehmen. Aber jetzt im Augenblick wollen wir uns mal beschränken auf die Vernehmung des Zeugen. Nicht, das bitte ich dann zurückzustellen. Herr Rechtsanwalt Ormond, Sie haben an den Zeugen keine Fragen mehr. Nicht an den Zeugen. Nein, dann wollen wir das auch zurückstellen. Nur bevor der Zeuge entlassen wird. Vernommen wird, möchte ich dann diese Frage stellen. Ja, Herr Rechtsanwalt. Nur ganz kurz, Herr Zeuge, Sie sagten, dass Gral, also der Oberkapo Gral, Sie geschlagen habe mit einem Holzknüppel. Wie oft hat er Sie geschlagen?
Wie oft? Ja. Das war beim Betonieren. Ja. Beim Betonieren, ja. Nicht wie weiß. Oft, wie viele Schläge haben Sie etwa bekommen von ihm? Wissen Sie, mein Rücken waren voll von blau-schwarzen Striemen. Das hat mir gesagt, mein Kollege, nicht wahr, abends. Ja. Alex, deine Rücken sind ganz schwarz. Ja. Was ist los gewesen? Ich habe mir erzählt. Ja. Nicht wahr, das kann, können Sie nicht wahr, diesen Zeuge verleben, nicht wahr, von, das lebt nicht wahr in Irvington, in USA. Ja. Und das und wie viele Schläge, ja, ja. Wissen Gut. Sie, weil so, in solchen Momenten, ja. nicht wahr, ja. dieses Herr Rechtsanwalt, ja. Herr Rechtsanwalt, in solchen Momenten, wie viele Schläge hat bekommen, nicht wahr, ja. das ist sehr schwer zu sagen. Nun war das also bei einer Gelegenheit, als sie geschlagen wurde. Hat er sie ja. bei anderer Gelegenheit auch noch mal geschlagen? Wissen Sie, das war nur bei der Betonieren. Ja, also nur beim Betonieren. Betonieren. So, und dann und haben im, sie im Block 11 hat mir nie geschlagen, wissen Sie, weil... Ich war der kleine Mann, studierte nach dem Gymnasium beendet Theologie, wissen Sie. Ich interessierte mich nicht ja. Politik, nicht wahr? Und die anderen Häftlinge, die waren ja. nun, politisch. Herr Zeuge, nun wollen wir doch mal bei den Fragen bleiben. Und dann haben Sie gesehen, wie der Gral den Vasil Bandera geschlagen hat. Jawohl. Haben Sie gesehen, dass der Gral auch noch andere Häftlinge geschlagen ja. hat? Ja. Ja? Wen zum Beispiel? Können Sie? Ja, kann ich nicht was sagen. Der Häftling Bogdan Rebschuk, nicht wahr, hat auch die anderen Polen geschlagen, hat auch Franzosen, nicht wahr? Ja. Der Kral hat geschlagen. Darf ich mal Folgendes sagen? Der Kral war hier als Zeuge ja. und hat gesagt... Schade, dass es nicht gekommen. Hat, Augenblick mal. Und er hat dann hier ausgesagt... Er habe nie geschlagen, er sei Pole und Mensch gewesen. Das ist, was sagen Sie dazu? Das ist Ironie. Wissen Sie, da die größte Verbrecher sage, ich bin unschuldig. Sagt immer, ich bin unschuldig. Also Sie wissen das, Sie täuschen sich nicht. Der Gral hat geschlagen mit einem ja, Pöbel. Ja, ja, ganz verständlich. Das habe ich gesehen, da haben mich geschlagen, nicht wahr? Außerdem habe ich Brustwirbelsäulenverletzung, nicht wahr? Teil, das war dieses da. Das freilich nicht wahr. Ja, damit ich ihm im Gesicht das sage nicht wahr, weil er sagt nein, dass das die übrigen verteilt ja keine Fragen ja. mehr. Bitte sehr. Herr Zeuge, Sie erwähnten eben den Dr. Rybczuk. Den kennen Sie doch. Ja, kenne ich, ja. Und wissen Sie zufällig, wo der jetzt in Amerika lebt? Nein. Sie ich haben weiß keine nicht. Verbindung ja, mit ihm. Ja, ich stehe nicht mit ihm in Korrespondenz. Nein. Dankeschön. Nein. Rybczuk, nein. Die Adresse können Sie uns auch nicht angeben. Nein, ich kann nicht wahr nur sagen, die Adresse von Vasil Pasichniak, wissen Sie, das mache ich so, ich stehe in schriftlicher Verbindung mit ihm, nicht wahr? Aber er sagt nicht wahr, ja, das hat gesehen, nicht wahr, den Rücken von Vintoniak, das war ganz schwarz, nicht wahr, von Schlagerei. Was Sie und sonst nicht wahr? So. Nachdem also die Vernehmung des Zeugen zu Ende ist, Bareski wollte noch etwas sagen, ja. Ja, bitteschön, ja. Das Kommando Zeppelin, das war eine Kompanie, die hat ja in Birkenau gegeben. Auf meinem Tisch vielleicht, in meinem... Und also Zeppelin war eine Kompanie, die hat in Birkenau gelegen. Die waren in Birkenau gelegen, das war eine Russenkompanie. Ja. Die hatten eine russische Uniform getragen. Ja. Die haben nur Russisch gesprochen. Ja. Und das war ungefähr im Herbst 1943 sind hingekommen. Der Unterführer Lange, der war denn Kompanieführer. Das war ein deutscher Offizier, war Unterführer Lange bei den Offizier. Der war von Bremen, von der Nähe von Bremen, war ein ganz junger Mann. Der war den Kompaniechef. Und im Frühjahr 1944... Eines Tages, von Samstag auf Sonntag, ist die ganze Kompanie verschwunden in die Beskiden. Und die Truppe von uns ist nachgegangen, ja, und da hatten sie zum Kampf da gestellt und die ganze Kompanie ist ja aufgerieben worden von der Russenkompanie. Und hat die SS gehabt, glaube ich, 3 oder 4 Tote ja, gehabt. Da war noch ein Kraftfahrer dabei, der tot war. Ja. Wir sind dann über Samstag und Sonntag abgehauen. Die haben den
Betrieb da gesehen in Birkenau, wie der da aussieht, ja, wie die Leute so da umkommen, und dann sind sie selber dann abgehauen, ja. Aber die haben Wache gemacht, zur Häftlingsbegleitung sind sie eingeteilt worden, ja. Aber gemischt mit den anderen SS, ja, nicht allein nicht. Und eines Tages sind sie dann verschwunden, das war Samstag auf Sonntag. Aber am besten Auskunft geben kann der Untersturm für Lange, da war der Kompaniechef, der ist ja, der wohnt ja bei Bremen da. Gut, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Welche Frage war jetzt noch zu stellen, Herr Rechtsanwalt Rabe? Ich will dem Angeklagten Boat nochmals vorhalten, dass er in seinem Bericht von zwei Kommandos geschrieben hat. Einmal von dem Kommando Zeppelin und zum anderen von einem Kommando aus Ukrainern. Und Sie haben da noch Einzelheiten geschildert. Und zwar haben Sie geschrieben, dass dieses Kommando von Ukrainern zum Baden geführt wurde einmal. Und dass die dann, das waren also irgendwelche SS-Hilfsuniformen hatten die an, die wurden dann zum Baden geführt und dann dachten sie, sie würden vergast werden. Daraufhin gab es einen Aufstand unter den Ukrainern. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie das geschrieben haben? Herr Rechtsanwalt, kann sich das nicht um das Kommando Zeppelin handeln? Mir ist jetzt nicht erinnerlich, dass es irgendwie eine ukrainische Einheit war. Ja, also ich habe den Text nicht da, ich kann es Ihnen also jetzt nicht nachweisen, aber bitte? Wir werden das weiter klären, ich werde Sie dann nochmals danach befragen. Ja. Herr Rechtsanwalt-Aumann, Sie hatten noch eine Frage. Das war die Frage an Hoffmann, ähnlich wie das, was schon Baretzky gesagt hat. Gab es nicht eine Kompanie, die 8. Kompanie des SS-Wachsturmbands? Die wurde Ukrainer-Kompanie, abgekürzt U-Kompanie genannt. Herr Rechtsanwalt, also da kann ich keine Auskunft geben. Ich habe mit diesem Wachbataillon überhaupt keine Verbindung gehabt. Na, aber Sie werden doch, wenn Sie Schutzhaftlagerführer waren, wissen, ob eine der 8 oder 10 Kompanien, die es insgesamt in Auschwitz gab, eine U-Kompanie, eine Ukrainer-Kompanie war. Nein, kann ich nicht sagen. Es waren verschiedene, es waren Kompanien da, es waren Volksdeutsche untereinander, aber ob eine Kompanie nur Ukrainer waren, kann ich nicht sagen. Ich habe mich um das ganze Wachbataillon, hatte ich keine Verbindung, habe mich auch nicht drum gekümmert. Da war extra Bataillonschef da und meine Aufgabe war das nicht als Schützerflauerführer. Danke, ja. Keine Frage. Keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten ist keine Frage mehr zu stellen, keine Erklärung mehr abzugeben. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja,